Probleme tauchen immer mal wieder auf bei der Arbeit. Nur die Hauptherausforderung dabei ist, wie geht man damit um? Und natürlich möchten viele Menschen, dass ein Problembewusstsein vorhanden ist. Ja, das möchte man gerne. Nur wir wissen alle, es gibt Menschen, bei denen ist das nicht vorhanden oder zumindest nicht so vorhanden, wie wir es wollen. Oder ist es vielleicht doch eher unsere Ansicht zur Sache, die nicht so optimal ist? Und genau das möchten wir uns jetzt mal anschauen. Der erste Punkt ist natürlich immer beim Problembewusstsein, dass es gewisse Handlungsweisen gibt, Handlungsmuster, die immer wieder in der Führungsarbeit zu erkennen sind, die dann doch Teil des Problems sind und nicht Teil der Lösung und vor allen Dingen, die teilweise auf extrem willkürlichen Dingen basieren. Also zum Beispiel, das Problembewusstsein wird Leuten abgesprochen auf Basis von einer Person, die das so sieht. Das wird dann irgendwo im Mitarbeitendengespräch weitergegeben. Eine andere Person hört es, so geht es dann über die HR, so geht es dann zur nächsten Person weiter, weiter, weiter. Im Endeffekt aber, wenn man am Ende darüber spricht, dass hier eine Person beurteilt wird, muss man sagen, wir haben am Ende eine Beurteilung einer Person auf Basis von N ist gleich 1, also einer einzigen Meinung einer einzigen Person. Das kann natürlich nicht zielführend sein. Die Frage hierbei, wie geht es denn dann besser? Wenn wir uns anschauen, wie es besser geht, ist dabei erstmal wichtig zu beachten, dass erstmal niemals eine Entscheidung basieren kann auf N ist gleich 1. Also wenn eine Person etwas sagt, kann das nicht die Maßgabe sein für alles, was irgendwo passiert? Und deswegen müssen wir schauen, was kann man denn da eventuell besser machen? Erstmal ist wichtig hierbei, dass wir nicht zu ganz gewissen Dingen neigen, die immer wieder passieren. Also beispielsweise, dass Menschen sagen, ja, unter Bildungsgrad X haben Menschen kein Problembewusstsein. Das ist nicht wissenschaftlich haltbar. Oder es wird gesagt, nur mit einer gewissen Führungserfahrung hat man Problembewusstsein. Das ist noch viel weniger haltbar. Also man muss nicht zwingend Führungskraft sein, um Problembewusstsein zu haben, denn wir kennen genug Führungskräfte, die kein Problembewusstsein haben. Man muss sich nur gewisser Phasen bewusst sein, denn es gibt beim Problembewusstsein ein ganz klares Phasenmodell. Und diese Phasen wollen wir uns jetzt mal anschauen, um dann zu schauen, wie geht es denn besser. Wichtig erstmal, Phase 1, mitarbeitende Person sieht kein Problem oder irgendeine mitarbeitende Person kann die Führungskraft sein. Mitarbeitende Person sieht kein Problem. Das kann zum Beispiel durch Kompetenzmangel sein. Es kann aber auch sein, dass die Person sagt, es betrifft nicht meine Abteilung, es betrifft nicht meine Person. Tatsache oftmals ist, dass Menschen dann sehr schnell sagen, ich sehe kein Problem, machen wir weiter. Hier gibt es den sogenannten einseitigen Konflikt. Einseitige Konflikte sind daher immer ein Problem, weil sie immer eskalieren. Wenn Sie zu jemandem gehen und Sie sagen, ich habe hier ein Problem und die andere Person sagt, ich habe kein Problem, dann ist das immer noch schwerwiegend. Aus einem ganz einfachen Grund. Es wird nicht mit dem Problem irgendetwas getan. Es wird nicht behandelt, es wird nicht besprochen. Hier haben wir eines der großen wichtigen Momente, hier haben wir einen der großen wichtigen Momente, wo man jetzt wirklich schauen muss, was kann man denn da machen? Und da muss man wirklich schauen, wie sprechen wir das Problem an? Denn wenn man das Problem anspricht und näher bespricht, vor allen Dingen auch gut begründet, geht es meistens weiter in Phase 2. Die Person sieht ein kleines Problem. Also ja, das Problem wird folgendermaßen gelöst. Meine Entscheidung ist maßgeblich. Hierbei ist wichtig, dass verschiedene Führungswerkzeuge beherrscht werden. Dass man also was wie kennt, zum Beispiel situative Führung, transaktionale Führung, transformationale Führung. Dass man mit Theorien auch in der praktischen Anwendung vertraut. Das ist zum Beispiel von Ronald Heifetz, adaptive Führungsarbeit. Und wenn wir dann weitergehen, dass Leute dann, das kann nämlich jetzt sein, dass Leute sagen, ja, sie sehen, das Problem ist zwar schon wichtiger, es ist kein kleines Problem mehr, aber, und jetzt können wir schnell in Phase 3 kommen, mitarbeitende Person sieht ein unveränderbares Problem. Also schlichtweg ein Problem, was nicht veränderbar ist, egal was wir hier tun. Typische Aussagen hierbei sind zum Beispiel oftmals bei Organisationen, dass gewisse Personen, das sind nicht nur Führungskräfte, sind auch nicht nur Mitarbeitende, es geht über alle Ebenen hinweg, dass Menschen sagen, ja, der Markt gibt das nicht her. Wenn man dann sagt, was ist denn der Markt oder wer ist der Markt, kommt meistens etwas sehr Generelles. Die Kunden generell wollen derzeit nicht das. Es wird also nicht irgendwie wissenschaftlich eruiert, es wird nicht begründet. Es wird einfach nur gesagt, der Markt ist irgendwo da und dann müssen wir es halt hinnehmen. Hier kann man sehr gut mit Benchmarking arbeiten, dass zum Beispiel Leuten gesagt wird, hier sind ganz klar vergleichbare Zahlen aus der Branche, an denen wir uns ausrichten können. Hier gibt es auch Zahlen von statistischen Bundes- und Landesämtern, auch auf internationaler Ebene. Hier kann sehr schnell mit Daten gearbeitet werden. Wichtig übrigens, wenn wir dann feststellen, dass Leute einfach ignorant sind, also schlichtweg die Faktenlage ignorieren, dann müssen wir uns ganz andere Fragen stellen. Dann müssen wir uns ernsthaft fragen, haben wir die richtige Person auf dem Job? Haben wir die richtige Person mit der Aufgabe betreut? Ist das die richtige Person, die sich überhaupt mit der Sache beschäftigen sollte?
Also immer wichtig ist, wenn Leute sagen, beim Problembewusstsein, wir haben Menschen, die sind von Fakten nicht zu beeinflussen. Natürlich spielt die Emotion auch eine Rolle, aber spätestens, wenn Menschen auf Führungsebene sind und die Faktenlage als nicht relevant ansehen, dann müssen wir auch manchmal andere Entscheidungen treffen. Und eine dieser Entscheidungen kann eben auch lauten, dass die Person nicht auf dem richtigen Job sitzt. Das Ganze geht aber jetzt weiter. In der Phase 4 sieht die Mitarbeiterin der Person zwar ein Problem, aber es kann gelöst werden, aber nicht von der Person. Also man sagt dann, ja, sehe ich auch, ja, ist nicht veränderbar, aber daran können wir doch nichts machen. Also es wird dann entweder auf irgendeine höhere Person geschoben, notfalls kommt der Markt wieder oder es wird gern die Politik genommen oder notfalls wird irgendwas, die da oben, die in der Zentrale, die Elfenbeinturmentscheidung, da kennen wir keine Leute, da habe ich XY nicht. Also kurzum, es wird gesagt, ja, wir haben zwar ein Problem, aber ich kann an diesem Problem schlichtweg nichts machen, völlig egal, was ich tun würde. Wenn wir solche Probleme übrigens jetzt tatsächlich haben und sie am Ende zum Schluss kommen zu sagen, ja, das stimmt sogar, man kann daran nichts machen, dann haben sie ein Organisationsproblem. Und übrigens, was sie jetzt nicht erwarten können, ist, dass dann gesagt wird, sowas wie, und diese Sätze höre ich regelmäßig, wenn ich in einer Beratung bin oder in Workshops, dann sagen Leute halt, ja, wissen Sie, so ist das in Konzernen halt. Ja, so ist es eben nicht in Konzernen. Vielleicht bei Ihnen, wenn Sie das gerade so haben und keiner möchte da rangehen. Aber Tatsache ist, man kann halt nicht sagen, bei uns im Konzern ist es halt so, dass die Faktenlage einfach erkannt wird, aber ab einer gewissen Ebene danach nicht mehr gearbeitet wird. Das geht nicht. Also es ist niemals möglich, dass Sie sagen, ja, wir sehen hier ein Problem, aber trotzdem machen wir einfach mal weiter, als ob nichts gewesen wäre. Und man kann es sowieso nicht ändern, weil eine zentrale Person XY das nicht möchte. Dann werden Menschen vor allen Dingen eins tun, Menschen werden ihre Organisation verlassen. Übrigens dann auch völlig zu Recht. Oder sie werden ihre Position in der Organisation verändern oder was sie auch tun können. Es ist ja dieser Punkt, kennen Sie vielleicht, Silent Quitting. Dann sagen Menschen, ich mache nur noch den Dienst nach Plan und kein bisschen mehr. Das möchten sie ja auch nicht. Wenn sie aber dann noch weiter mit Zahlen, Daten, Fakten arbeiten, dann auch die Rolle der Position klar machen, diese genannten Führungstheorien beherrschen und vor allen Dingen eins hier beantworten in dieser vierten Phase, nämlich what's in it for me, was ist für mich drin? Also wenn die Person jetzt hilft, das Problem zu beheben, denn das kennen Sie eventuell auch in manchen Organisationen ist das so, Sie sprechen ein Problem an und als Dankeschön haben Sie es dann als Projekt auf dem Schreibtisch. Und zwar als Aufgabe, neben allem anderen, was noch zu erledigt werden kann. Und dann sagen Menschen ganz schnell, zukünftig spreche ich hier mal lieber nichts mehr an. Das heißt ja immer nur noch mehr Arbeit. Und deswegen, wenn dann gesagt wird, mitarbeitende Person sieht zwar ein Problem, aber ich kann das nicht ändern. Das können Sie mit den genannten Methoden, die ich hier gerade erwähnt habe, entsprechend verändern. Vor allen Dingen aber auch, wenn Sie sagen, what's in it for me, was Jeffrey Gittimer immer sagt, was ist für mich drin? Das heißt, Sie sagen ganz klar bei der Person, was ist das, was als Nutzen für die Person rauskommt, wenn sie jetzt sagt, ich ändere das. Und wenn dann sowas kommt, wie tun Sie es für das große Ganze? Das können Sie vielleicht in gemeinnützigen Organisationen machen, wo Menschen ohnehin einen anderen Antrieb haben, aber in wirklich ertragsorientierten Organisationen, wenn Sie mit etwas mehr Geld verdienen, mehr Ertrag haben, neue Absatzmärkte haben, bessere Produkte, Innovation oder was auch immer es ist, dann beteiligen Sie die Person bitte. Und wichtig auch, nicht nur mit Arbeit, sondern auch am Ende im Ergebnis, denn New Work bedeutet eben auch Partizipation. Denn dann kommen Sie, wenn Sie das richtig machen, in Phase 5. Die mitarbeitende Person sieht ein Problem und will handeln. Und in diese Phase 5 möchten wir. Natürlich können Sie nicht alle dahin entwickeln, aber Sie können die meisten dahin entwickeln mit den hier genannten Methoden. Dazu gibt es logischerweise auch wieder mehr als nur einen Audiokanal hier. Unter expert.nb-networks.com können Sie einmal Ihre E-Mail-Adresse eintragen. Dann bekommen Sie einmal die Woche eine E-Mail. Da ist alles frei zugänglich und zwar ohne Berechnung, was ich in der Woche publiziert habe. Meine Inhalte finden Sie auch woanders, aber da kann schnell mal eine Paywall was zum Bezahlen davor sein. Also ohne Berechnung auf expert.nb-networks.com gibt es jede Woche entsprechend die Info. Und natürlich wichtig, wenn Sie jetzt sagen, ich habe da ganz spezifische Fragen, lassen Sie uns gerne reden. Das kostet Sie keinen Cent. Schicken Sie mir eine E-Mail, nb@nb-networks.com, dann können wir gerne darüber reden. Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben was sehr Spezifisches, geht um Seminare, Vorträge, Coaching, Consulting, Mentoring oder Projekt Interimsmanagement oder Sie sagen, wir haben ein Event, können Sie das moderieren oder können Sie da einen Vortrag halten? Klar, kann ich auch. Wir können aber auch einfach über Ihren Punkt sprechen. Über so eins von diesen Gesprächen zum Beispiel kam jetzt gerade eine Sache zustande. Ich war in der vergangenen Woche auf Mallorca bei einer dreitägigen Management-Tagung, wo auch unter anderem über so etwas gesprochen wurde. Wichtig aber jetzt, und das ist der Hauptpunkt bei der Sache, anwenden, anwenden, anwenden. Denn nur wenn die Dinge, die wir hier besprochen haben, angewendet werden, dann werden Sie auch die Veränderung sehen, die Sie in der Organisation
sehen möchten, denn deswegen hören Sie sich das Ganze hier wahrscheinlich auch an. Ich helfe Ihnen da jederzeit gerne, aber vor allen Dingen wünsche ich jetzt Ihnen Erfolg, viel Erfolg dabei, das Ganze umzusetzen, denn zum Schluss dieses Podcasts bleibt mir nur noch eins zu sagen, nämlich vielen Dank für Ihre Zeit.